Vielleicht den abschießen. Ich kann. Oh, ich krieg wieder. Gerade so ein dicker Geist nimmt so eine Rolle ein. Das ist ja irgendwie witzig. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ja, wir haben beim letzten Mal hier ein paar Kristalle gefunden, tatsächlich. Jetzt wollen wir uns langsam ans nächste Stockwerk machen. Das da oben kriege ich nicht ab, ne? Ah, das war jetzt ein letzter Versuch, ein letzter Verzweifelter, aber nö. Wer kriegt das hier ab? Ne. Okay. Dann begeben wir uns auf zum nächsten Stockwerk. Ja, nö, die sind mir jetzt doch gerade egal. Von E3 auf E4. Ja. Von E3 auf E4. So. Na? Aufzug? Ding! Damit willkommen im vierten Stockwerk. Wie viel fehlt uns hier? 3 Stück. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal den ersten aus diesem Dingens da bekommen. Wir erinnern uns. Trotzdem auch hier nochmal schön leuchten. Wir haben hier auch dieses coole Plakat. Wir erinnern uns. Bam. Ding. Hier soll auch irgendwo ein Buhu rumstreuen, oder? Okay. Moment. Kann ich hier? Ja, ich kann. Ich kann theoretisch. Ja. Aber wirklich gebracht hat es mir nichts. Schade. Okay, aber ich kann das hier kaputt machen. Hm? Okay. Oh, die Popcornmaschine. Ja, ich erinnere mich. Machen wir auch mal schnell kaputt. Wenn man die überladen hat, dann. Wupp. Platzt hier das Popcorn raus. Und wir haben den schon. Okay. Ja, hier klingt nämlich auch schon wieder so nach Buhu. Aber wenn der hier auf der Damentoilette ist, hat er dann irgendwie eine Buh an einen Buh-Namen Wortspiel bezüglich Frauen oder so? Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Tada! Ich bin DJ Buh. Jetzt aber mal volle Lautstärke. DJ Bubu? Ach, DJ Bubu statt Bobo. Ach so. Ja, okay. Das macht natürlich Sinn. Wo ist er hin? Ach, das ist gar nicht er. Okay. Wenn er mich noch in Ruhe lässt, dann, ne? Machen wir hier halt mal ganz gechillt. Ganz gechillt, ganz gediegen. Werden wir den Flutsch durchkriegen. Rohrzange bewaffnet, hä? Luigi will da einfach reinklotzen.
Das ist, der kann sich nicht zurückhalten, nee. Okay, mach kaputt. Ich glaube, hier war auch irgendwie ein Rätsel mit der Tuba oder so. Ja, da war was. Aber das haben wir schon. Und der DJ, der hat uns jetzt erstmal allein gelassen. Sauerei. Was fällt dem denn ein? Ist er hier hin? Mir fällt auf jeden Fall das hier auf. Im Spiegel. Das war wieder bei mir. Da ist gerade Twitter ein wenig aktiv. Aber okay. Flup, flup, mach kaputt. Moment mal, kann ich eventuell auch? Nee, aber... Kann er hier irgendwie durch oder so? Nö. I do it. Wahrscheinlich haben wir das schon gemacht, aber... Ja, haben wir. Und das hier haben wir definitiv auch schon gemacht. Weil da kamen wir nach rechts. Aber da gab es noch keinen Buhu. Hä? Okay. Ja, das haben wir alles schon gemacht. Definitiv. Ich habe jetzt nicht den Buch angelockt damit, ne? Nee. Ja, den haben wir schon. Ich nehme trotzdem mit, weil wir haben den Höchstsichtigen ja noch nicht. Deswegen lieber zu viel als zu wenig mitgenommen. Versteht das schon. I did it. Ja, so sieht's aus. Aber gut, gehen wir wieder zurück. Schön. Und auch das war wieder bei mir. Wenn ihr das denn gehört habt. Ich weiß nicht, ob ich das hier gerade so eingestellt habe, dass es auf einer anderen Spur ist. Huch. Oh, da zieht er seine Show ab und niemand will es sehen. Ja, tut mir ja leid. Der steht hier im Rampenlicht und niemand will es sehen. Kann ich den abschießen? Ich kann. Oh, ich krieg wieder... Gerade so ein dicker Geist nimmt so eine Rolle ein. Das ist ja irgendwie witzig.
So, und dann die hier noch. Jetzt haben wir noch Werfgeister, okay. Dich will ich nicht, dich will ich. Das ist halt fies, was soll das denn? Als ob ich euch nicht getroffen habe. Au. Das Publikum, ey. Schon ganz schön fies. Kann ich doch nichts dafür, dass die Scheiße tanzen. So. Aha. Ich hab sie gehabt. Oh Mann. Ja, also, endlich. Kann ich euren Zipfel erwischen. So, und jetzt euch, so. Da haben wir euch doch. Na also. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, war gar nicht so einfach tatsächlich, der Kampf. Aber er war fairer als der Pianist. Was aber nicht schwer ist. Moment mal, kann ich hier drauf schießen? Bringt es was, die alle kaputt zu machen? Dann könnte hier aber eins sein, das nicht offensichtlich ist, oder? Nee. Das ist nicht der Fall und inzwischen wissen wir, was das für ein Ding ist. Das hatte ich tatsächlich schon wieder... Das hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass wir das da schon gesehen haben. Und hatte mich schon gewundert. Ich glaube, es wurde mir sogar in die Kommentare geschrieben von wegen, ey, mach dir keine Sorgen, das wird später erst relevant. Ich hatte es trotzdem wieder vergessen. Aber ich hatte eh vor, deswegen habe ich dann auch manchmal eben auch einfach auf gut Neudeutsch drauf geschissen, wenn ich irgendwas nicht gefunden habe, weil ich mir dachte, vielleicht kriegt man das ja erst später. Eben wegen solchen Sachen. Wir können hier jetzt gleich ein bisschen saugen, nämlich. Aber... Was soll denn der Buu jetzt dann noch sein? Hier hinten oder was? Glaub's fast. Weil woanders kann ich mir fast nur vorstellen. Hier, Buhu. Nein, nicht Buhu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gerade noch so. Hab ich dich. Du kleiner Weg. Tada, ich bin DJ Bubu, dieses Hotel rockt. Was macht er denn jetzt? Er dreht ja voll durch. Ja du, DJ Bubu, du musst jetzt kurz warten. Ich will noch das Money, wenn es genehm ist. So, wo bist du denn hin? So, jetzt komm mal her. Ich kümmere mich ja schon um dich. Komm her. Komm her, Schätzelein.
Komm her, Schätzelein. Das haben wir gleich. Wir schlagen mit dir alles kurz und klein. So. DJ Bubu ist damit unser. Oho. Ah, krass, jetzt wo ich quasi direkt vom Endboss bin, finde ich plötzlich auch viel mehr Buhus. Es vibrieren auch viel mehr Buhus als vorher. Also ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht oder ob das jetzt ein unglücklicher Zufall ist. Aber wir waren in den Räumen ja alle schon mal. Also irgendwie, irgendwas ist da komisch. Hier wissen wir, ist irgendwas. Ich weiß nur nicht, was das ist, was uns da nicht vergönnt war. Okay. Die rote Note. Das reimt sich so schön. Okay. Schade, wir können es nicht abhängen. Naja, dann halt nicht. Aber sollen wir noch saugen? Komm, wir saugen noch. Wir saugen noch. Ich habe das Gefühl, wir machen das häufig zum Ende eines Parts. Die ist einfach hier. Oha. Die tun mir echt schon leid hier hinten. Die wollten hier nur chillig ihre Musik machen und jetzt kommt hier Luigi mit seinem Sauger und stört den die in ihrer Ruhe. In ihrer chilligen Musikmachruhe. Oha. Ganz schön fies, dieser Luigi. Ja, man muss schon sagen, Mario und Luigi sind halt auch nicht so die Unschuldslämmer. Ne? Das muss man jetzt mal ganz eindeutig sagen. Oha. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir den Boden wegsaugen, aber okay. Zurück. Geisterorchester besiegt. Okay. Ist das jetzt wieder ein Porter oder? Aber auch schön, dass diese geheimen Räume hier nicht auf der Karte sind. Dadurch sind sie halt wirklich geheim. Oh. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, cool. Ja, das war jetzt cool gemacht. Das war jetzt echt cool gemacht. Da fehlt halt immer noch einer. Gerade der Durchsichtige. Wo könnte der noch sein? Wo könnte der denn noch sein? Werft mal eine Überlegung ein. Unten in die Kommentare. Wobei ich noch ein bisschen versuche. Vielleicht finde ich ihn ja noch, doch noch, aber ich befürchte fast nicht. Hier, das finde ich halt noch komisch. Oh. Ach, das sehe ich jetzt den Raum. Okay. Aber nee. Wo kann denn der Durchsichtige jetzt noch sein, bitte? Ich könnte mir halt vorstellen, mit dem hier auf den anderen Kleppern, der hinten ist oder so, aber wüsste nicht wieso. Ich habe sie kaputt gemacht. Nee, habe ich nicht, okay. Wieso hat das gerade so hochschwenken wollen? Moment.
Er hat es gerade so hochschwenken wollen. Ich bin doch nicht dämlich, das wollte gerade hochschwenken. Ja, jetzt schon wieder. Warum tut es das? Nur um die besser in Szene zu setzen? Das glaube ich nicht. Aber mir fehlt halt echt noch ein Juwel. Ein Diamant. Ganz markant. Nicht, wo er sein soll. Ja, schon wieder so einer. Kommt der jetzt jedes Mal oder was? Und die kommen auch jedes Mal, okay. Ist halt mir aber egal, tschüssi. Und da droppt mir jetzt Herzen. Was ist, wenn ich jetzt einfach hinlaufe? Was macht er dann? Hi. Er tanzt mich an. Ja, macht deine Kollegen kaputt. Ist okay. Ja, nimm sie. Saug sie einfach auf einen Rutsch ein. Vielleicht gibt es ein Achievement oder so. Nee? Schade. Oh, yeah. Weiß nicht, hier hat mal einer am Teppich gewackelt. Aber ich kann das nicht. Das bringt mir auch nichts. Ey. Ganz schön gemein. Nur falls mir der Rote zu nahe kommen will. Was er nicht wollte. Was ich sehr nett von dem finde. Moment mal. Ich kann das auch nicht umschubsen, oder? Oh. Da kommt er ja doch. Ja, wo ist er denn jetzt? Der hat keine Lust mehr auf mich. Der mag mich nicht mehr. Er hat kaputt gemacht. Ist ja nett. Heute eventuell einen Geist dafür, dass der mir irgendwas kaputt macht. Ja, komm, saug in dir. Ich meine, schön und gut, aber wirklich gebracht hat mir das jetzt nichts. Naja gut, wenn ihr da noch eine Ahnung für den letzten Juwel habt, wo der sein könnte, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, also halt einen Tipp, ne? Würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Luigi's Mansion 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.